Die Formel 1 ist in Europa gelandet, Sie bei www.andreasrichter.tv. Und ich begrüße Sie gemeinsam mit meiner charmanten, jungen und blonden Assistentin mit Namen Sunny. Seit heute heißt sie so, denn danke an Sie alle, die mir geschrieben haben. Einige von Ihnen haben unabhängig voneinander Sunny vorgeschlagen als Name. Den nehme ich gerne an. Auch sie ist glücklich damit. Also ab heute begrüßen Sie Sunny und ich zu den einzelnen Formel 1 Videoblogs mit dem Titel Mit Abstand. Barcelona, großer Preis von Spanien, fünftes Rennen der Saison, dritter Doppelsieg für Mercedes, erster Saisonsieg für Nico Rosberg, neunter Formel-1-Sieg in seiner Karriere. Herzlichen Glückwunsch an den Sohn von Keke Rosberg, dem Weltmeister von 1982. Es war ein dominantes Wochenende. Pole Position für ihn gestern. Heute ein Start-Zielsieg, einwandfrei herausgefahren. Lewis Hamilton von 2 gestartet, fiel gleich beim Start hinter Sebastian Vettel zurück. Sein Team änderte die Strategie von 2 auf 3 Stops während des Rennens. Damit brachten sie Lewis Hamilton wieder vorbei am roten Renner aus Maranello auf Rang 2. Deshalb am Ende doch der Doppelsieg. Der Heppenheimer wurde Dritter, Kimi Räikkönen, sein Teamkollege, Fünfter. Dazwischen auf Rang 4 fuhr der andere Finne Valtteri Bottas. Sechster wurde Felipe Massa. Siebter, machen wir die Top 10 wieder komplett, Dani Ricciardo. Achter wurde Romain Grosjean. Neunter Dani Kwiat, der Russe. Und Zehnter, tolles Ergebnis nach Rang 5, gestern nur Abschlusstraining für den jungen Spanier, Carlos Sainz Jr. Ansonsten war das Rennen ziemlich langweilig, deswegen werfen wir einen Blick nach Monaco. Dort findet in 14 Tagen am 24. Mai der sechste Saisonlauf der Formel 1 statt. Und gestern wurde dort auch gefahren, natürlich nicht mit der Formel 1, sondern mit der Formel E, die weltweit erste elektrisch angetriebene Formelrennserie überhaupt, und die Deutschen fuhren leider hinterher. Es gewann Sebastian Buemi, der Schweizer, der ehemalige Formel-1-Fahrer. Nick Heidfeld aus Mönchengladbach wurde Elfter, also keine Punkte für ihn, und Daniel Abt bereits in der ersten Runde ausgeschieden nach einem Massencrash. Hoffen wir, dass es keinen Crash gibt in 14 Tagen für Nico Rosberg und Co. Wir melden uns wieder, wir beide, Sunny und ich, mit dann der Folge 7 am 24. Mai nach dem Grand Prix im Fürstentum an der Côte d'Azur.